Josef Stalin ist der Welt als eiskalter Diktator bekannt, welcher für Millionen Todesopfer verantwortlich war. Doch wusstest du, dass Stalin in seinen jungen Jahren als Bankräuber tätig war? Um den Aufstieg der Bolschewiki zu finanzieren, wurde er von Wladimir Lenin persönlich beauftragt, die Bank von Tiflis zu überfallen. Als am 26. Juni 1907 ein Geldtransport bestehend aus zwei Kutschen und dutzenden bewaffneten Reitern die Staatsbank erreichte, wurde diese von Stalin und seinen Männern mit Granaten beworfen und beschossen. Der Platz wurde von heftigen Explosionen erschüttert. Bei diesem brutalen Überfall wurden 40 Menschen getötet. Die Bande erbeutete in heutige Kaufkraft umgerechnete 4 Millionen Euro, welche jedoch aufgrund der bekannten Seriennummer nie eingelöst werden konnten. Lenin soll das Geld deshalb für einen Bruchteil des Wertes weiterverkauft und teilweise sogar Scheine einfach verbrannt haben.